Kenner hat mich gefragt, ob ich für sie die neue R6 Mark II testen will. Und da habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und gerade ich als Filmer möchte natürlich hier die Video-Features testen, denn da ist einiges Spannendes dazugekommen. Und dazu bin ich jetzt in die Berge gefahren, habe noch eine Freundin mitgenommen, um da ein paar schöne Aufnahmen zu machen und die ganzen Features mal auszuprobieren und zu testen und mal zu gucken, was es so Neues Spannendes gibt. Also wenn ich jetzt die Kamera so zum ersten Mal in die Hand nehme, schaue ich natürlich immer direkt, was hat sich so geändert. Und eine sehr schöne Änderung für mich, gerade als Filmer, ist, dass wir einen Switch haben von Foto auf Videomodus. Und das hat den Vorteil, dass ich auf diesem Mode-Dial alle Programme im Foto- als auch im Videomodus nutzen kann. Und gerade die Programme wie C1, C2, C3 sind meine absoluten Lieblings-Shortcuts sozusagen. Da kann ich mir sämtliche Vorprogrammierungen drauflegen und die habe ich dann mit einem Switch eben geändert. Und das ist für mich auf jeden Fall eine super Änderung und gefällt mir sehr. Ein geniales Feature sind die Falschfarben. Das kennt man eigentlich eher aus den Cinema-Kameras. Und das ist jetzt hier in so einer kleinen, kompakten Fotokamera verbaut. Das ist natürlich mega genial. Und gerade hier an diesem Beispiel, wir haben sie jetzt hier auf diesem Baumstamm und hinten ist es sehr dunkel. Wir haben viele Schatten, aber die Sonne ist sehr hart und knallt eben auf den Rücken. Und um da die genaue Belichtung zu sehen, bringt mir ein Histogramm nicht so viel. Mit den Falschfarben kann ich genau am Bild sehen, wo meine Belichtung ist. Ich kann sagen, ich möchte mit Gray, also 18% Grau oder ein Stopover haben und kann dann genau so auf die Hauttöne belichten und sehe auch, wann es im Himmel ausbrennt und vor allem wo. So, eine Sache muss ich kurz loswerden. Ich bin überhaupt nicht der Wanderer. Und jetzt war gerade noch die Idee, kurz mal noch 1000 Höhenmeter, um den Sonnenuntergang mitzunehmen. Und ich als guter Wanderer nehme natürlich die Umhängetasche mit. Gar keine gute Idee, also kann ich euch nur empfehlen, macht das nicht. Und eines ist aber gut, die Kamera wiegt echt wenig. Gerade in so kontrastreichen Situationen wie jetzt ist es natürlich von Vorteil, wenn ich Log-Profile habe. In dem Fall habe ich hier Canon Log 3 mit dabei. Ich habe auch die Möglichkeit, den View Assist zu nutzen. Und da kann ich eben den kompletten Dynamikbereich dann der Kamera ausnutzen. Und ja, das ist in so einem kleinen Body in 10 Bit einfach genial. Und das Ganze ist ja von einem 6K-Sensor oversampled. Das heißt, ich habe ein richtig crispes Image und ich kann es kaum erwarten, das immer auf dem Rechner jetzt anzuschauen. So, ein richtig tolles Feature in der Arbeit mit dem Autofokus ist, dass ich verschiedene Bereiche auswählen kann, dem Spot AF, Einzelfeld AF, und dann auch ein Tracking damit starten kann. Oder sagen kann, in diesem Bereich des AF-Feldes soll er dann die Personen, Tiere, Autos etc. erkennen. Ich mache das jetzt mal einmal mit dem Spot AF. Also ich habe hier ein kleines Feld. Ich kann den jetzt mit dem Joystick hier verlagern. Und wenn ich dann im Prinzip auf die Person gehe, erkennt er jetzt automatisch das Gesicht. Verlagere ich den Autofokus nach hinten, fokussiert er jetzt in den hinteren Bereich. Ich kann aber auch, und das ist das Spannende jetzt, ein größeres Feld nutzen. Wir nehmen da jetzt mal das Feld 2. Und das kann ich auch individuell in der Größe anpassen. Und wie man jetzt hier sieht, ist es sehr groß. Und alles in diesem linken Bereich jetzt, wo dieses Feld ist, erkennt er eben diese Person. Verlagere ich das Ganze, fokussiert die Kamera wieder auf den Hintergrund. Ich kann jetzt aber sagen, hallo, bitte bleib in diesem Bereich. Ich drücke die Set-Taste und die Kamera verfolgt automatisch das Objekt. Und das ist was ich super genial finde. Und damit kann man auch im Videomodus genial mit dem Autofokus arbeiten. Eines der wichtigsten Features beim Autofokus, das bei der Kamera mit dazugekommen ist im Film, ist, dass ich eine nur Gesichtserkennung habe. Das heißt, jetzt erkennt mich die Kamera automatisch, drehe ich mich aber weg, versuche die Kamera nicht einfach
ne, nach hinten zu fokussieren. Das ist bei Interviews super genial. Das ist für, generell für YouTuber, die viel vor der Kamera sitzen. Für all die Personen ist diese nur Gesichtserkennung ein super Feature. Das kommt von den Cinema-Kameras in die EOS R6 Mark II. Für mich ist immer interessant, was kann ich mit der Kamera aufzeichnen? Und da punktet die R6 Mark II hier schon wirklich. Ich habe hier die Möglichkeit, in 10 Bit 4K 60 Bilder die Sekunde 422 aufzuzeichnen. Und das Schöne ist, das ist ein oversampletes 4K-Bild. Das heißt, es ist ein voller Sensor-Readout. Das heißt, jeder einzelne Pixel wird ausgelesen und dann runtergerechnet eben auf 4K. Das heißt, ich bekomme sehr wenig Artefakte, wenig Moiré und dadurch einfach auch ein sehr schönes, scharfes Bild. On top von dem Ganzen habe ich hier auch noch die Möglichkeit, extern in 6K 12-Bit RAW aufzuzeichnen auf einen externen Rekorder. Was ich jetzt auch feststellen konnte, ich hatte bisher keinerlei Overheating-Probleme. Das heißt, in 30 Bildern die Sekunde kann die Kamera hier durchlaufen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Die Kamera hat keine Limitierung mehr in der Zeit. Das heißt, ich kann hier 6 Stunden lang durchnehmen, auch mal für Interview-Szenen, wie jetzt das hier zum Beispiel, ist sie perfekt für geeignet. Am Ende ist ja immer die Frage, für wen ist die Kamera? Und ich glaube, bei der R6 Mark II ist es relativ einfach zu sagen. Denn jeder, der eine professionelle Foto- und Videokamera sucht, oder Hybrid, je nachdem, ist hier sehr gut aufgehoben. Und gerade die Personen, die mehr Video-Features in einer Hybridkamera haben möchten, sind hier echt extrem gut aufgehoben. Und auch ich werde diese Kamera für diverse Jobs professionell zum Einsatz bringen. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf.